die Lerchen, die wird nur eine Zeit lang da sein. Die wird, die ist dazu gedacht, dass mit ihren Wurzeln eine Symbiose eingeht mit dem Birnbaum, dass den Birnbaum im Wachstum unterstützt. Und wenn es selber mal zu groß ist, die Lerche, dann werde ich es rausnehmen. Dann habe ich da ein schönes Stangenholz. Ich mache einfach mal einen Teestich rein, weil da lässt sich dann der Baum leicht ansetzen. Der ist im Wurzeln nackt. Da sind sie am günstigeren, aber die kriegt man nur bis Ende April in dem Zustand. Und eigentlich später sollte man sie eh nicht mehr setzen.